Verziehen, das nächste Mal gewinne ich. Ja, yeah, dieser Ehrgeiz, dieser überschwängliche Ehrgeiz. Aber dann werfen wir nochmal einen Blick in den schön prall gefüllten Beutel. Oh, gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Den Surfer. Wer kann denn das lernen? Surfer einem Pokémon beibringen. Kann nur einer lernen. Ah, welche Attacke bringen wir da? Ah, naja, gut, Strauchler, habe ich das jemals mal verwendet? Bis es immer mal brauchbar? Für Pflanzen, das ist eigentlich nur effektiv auf Wasser und für Wasser habe ich andere Dinge. Ach komm, Strauchler weg. So. Ich meine, es war ein netter Überraschungseffekt, aber nee, komm, Surfer und Siedewasser. Ich weiß, Surfer ist stärker, aber ja, Siedewasser könnte man manchmal auf den Burn hoffen und so weiter. Burn, Baby, Burn und so. So, gut. Kann ich Surfer eigentlich schon einsetzen oder nicht? Achso, du möchtest gegen mich kämpfen, habe ich das Gefühl. So, wer diesen Berg überwinden will, muss zunächst einmal mich überwinden. Bergsteigerteam, ein erfahrenes, okay. So, Wanderer Pepe. Ja, den Namen, den kenne ich auch, Pepe. Auch Spitzname von Peter manchmal. So, natürlich war ja klar, dass die Robustheit mal wieder greift. Ich finde das so cool, wie das mit diesen Schwertern dargestellt ist. Also diese Laubklinge. Strepoli. Warte. Strepoli, das war dieses Kampf-Pokémon. Daran kann ich mich zumindest noch gut entsinnen. Ja, Zapdadin zu trainieren, das wird noch ein bisschen hart, weil, ja, das braucht ja natürlich einige EP mehr. Gut. Aber Luftschnitt. Und dann bitte ein Flinch, also einmal zurückschrecken. Oder einfach ein One-Hit, das ist natürlich noch besser, ja. Da gebe ich mich natürlich auch sehr zufrieden. Und Daikonoa erreicht Level 29. Yay! Sind hier nur noch 8 Level bis zur Entwicklung. So. Ja, ich bin ein richtiger Gipfelstürmer. Ja, dann staunen wir mal. Okay, in dieser Höhle. Da vorne ist er schon wieder. Ich könnte mal wieder speichern, das wäre auch mal so eine Idee. So, nachdem das Spiel mal wieder endlich gespeichert hat, was ja immer ein bisschen länger dauert. Ach, wen haben wir denn da? Na, Francine. Ha, da mache ich meinen Rundgang auf dem Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Wirklich? Katja hat das Video gesehen. Okay. Und was sagt sie, Konor? Wirklich? Ach übrigens, habt ihr in letzter Zeit Team Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt und... Ach, ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Okay. Ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Verziehen, ich werde schon mal vorausgehen. Ich zitiere, oh lol, hatte das Video noch nicht gesehen. Haha, Gemeinheit. Thank you.
Also, das hat sie im Discord oder wie? Ich denke mal, Discord wird das gewesen sein. Warte mal, Sedimantur. Oh komm, wir nutzen hier mal ein bisschen die Gelegenheit. Ach siehst du, warte mal, was war das Wesen? Es war ein zartes Wesen, ne? Ach ja, die Robustheit mal wieder. Katapult. Oh, wir haben die Attacke abgewehrt. Na, nice. Und Laubklinge. So. Ich überlege ja sonst damit den Topschutz wieder durchzulaufen. Bleibt gerade eben im Discord. Okay. Sehr schön. Das ist cool. Also, wir gucken nochmal aufs Pokémon. Warte, wo haben wir dich? Bericht, ja. So, das ist ein zartes Wesen, ne? Verteidigung runter, Spezverteidigung hoch. Okay. Fähigkeit Schwebe, das ist klar. Die Attacken sind auch schon nice. Also, da kann man nicht meckern. Warum kann ein Pokémon nicht zwei Items tragen? Ganz einfach, weil das zu OP wäre. Ach, Wandelberg, stimmt, das war ja je nach Jahreszeit und so. Stimmt, das war ja dann irgendwie. So, einmal die Flucht ergreifen. Jetzt will ich doch nicht mehr trainieren. Ich will hier einfach nur durch. Komm, einmal durch. Sehr schön. Ja, wie gesagt, es gibt ja hier dann wegen der Jahreszeit noch Unterschiede und hast du nicht gesehen und so weiter. Ein Hyperheiler, yay! So, warte mal, doch, wir öffnen mal den Beutel und rammen jetzt hier mit dem Schutz durch. Warum ist denn hier Topschutz? Wir haben ja noch 7 Stück, sollte also funktionieren. Ich laufe jetzt einfach mal hier gen Süden, mal gucken, was wir hier noch finden. Ein Trainer. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt hat man einmal diese Chips angefangen. So. Jetzt hat man wirklich einmal mit diesen verdammten Chips angefangen. Na, nicht so viele auf einmal. Es sieht so gierig aus. Helge. Helge! Helge Schneider ist hier. Mensch, Helge, wie geht's dir, altes Haus? Ach so, du kommst auch mit einem Flug-Psycho-Pokémon, was du nicht weiterentwickelt hast. Aber die Chips, sie schmecken so fantastisch. Oh, ich liebe Sour Cream and Onion. So, Spezverteidigung stieg, ne? Ach so, beides, genau. Funkensprung! Es wird zwar nicht mehr viel abziehen, nachdem es jetzt sich zweimal geboostet hat, aber ist ja egal. Der Wille war da. Face Gaming ist jetzt auch live auf Twitch. Oh, trotzdem sehr viel abgezogen für die Verhältnisse. Gut. Du boostest dich nur. Das ist eigentlich ein bisschen fatal. Weil ich greife dich weiter und munter und heiter hier an. Und ja, das war's. Aber Sedimantur. Sedimantur möchte mal einen anderen Gegner bekommen. Franny. Dann nehmen wir ganz einfach Franny. Cheese and Onion ist besser als Sour Cream and Onion. Ah, ich finde Sour Cream and Onion besser. Aber da sind die Geschmäcker bekanntlicherweise verschieden. Und das ist ja auch okay. So, Egesam. Nee, warte, hier. Megasauger von Angelina Jolie. Und, ach nee, da haben wir uns ja drauf geeinigt, dass es die Maxi-Sauger einsetzt. So, sehr effektiv. Wir sind die Robustheit umgangen. Steinhagel wird jetzt nicht sonderlich effektiv sein. Oh, doch 39? Trotzdem so viel. Na gut. Armegasauger gibt uns zumindest, ich sag mal, 5 bis 10 KP zurück. Okay, es sind 12. Alles klar. Ne, Cheese and Onion, ja, ist auch nett, aber ich finde Sour Cream und Onion besser. So.
C-Arm und ich habe auch noch lange nicht im Kampf gesehen. Also komm mal rein hier. Ich könnte mal wieder Rihanna hören, das Lied Teamo. Wäre auch mal eine Idee. So, reicht eigentlich eine Konfusion aus, um dich zu besiegen? Wir probieren's. Mehr schief gehen kann's nicht. Okay, es war ein Crit. Der hat eventuell gemattert. Das kann sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Gibt sogar eine Billigmarke. Die ist bei mir derzeit Nummer 1. Die fettreduzierten Chips von Aldi. Gibt eine Sorte mit Knoblauch. Oh, Knoblauch. Immer wenn ich mir einen Döner von gegenüber hole, da habe ich nämlich gleich einen Dönerladen. Immer schön Knoblauch drauf. Immer. Also, und Chili. Ein bisschen so Chili drauf. Oh, herrlich. Ich mag ja scharfes Essen, aber so süßliche Schärfe. Beim Inder ist mir ein bisschen zu scharf, weil das eine brennende Schärfe ist. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Welches Pokémon? Oh nee, diese. Ah, oh, die kann. Geotesto, ach du Hilfe. Warte mal, das war glaube ich der eher bulky ist. Deswegen erstmal Egelsamen raus mit dir. Oh, Knobi ist wirklich so lecker. Body Slam, das kann wehtun. Farbenfuchs ist auch live auf Twitch, okay. Gut, dann müssen wir uns hier mal mit Megasauger irgendwie gegenheilen. Zumindest versuchen wir es. Nun, man sieht, wie viel das bringt. Protzer. Es steigert auch noch deinen Angriff und deine Verteidigung. Aber, da habe ich eine Idee. Da habe ich eine ganz gute Idee. Du machst zwar jetzt ein bisschen mehr Schaden, aber jetzt hast du einen Stahltypen als Gegner. Vergeltung? Ups. Okay. Da hat er das eiskalt predicted. Ich werde nicht mehr. Ist schon gut. Ich habe dich verstanden, ja? Hm? Alles gut bei dir. Ja. Luftschnitt, Flieg und Sieg. Und mach den Flinch. Komm. Danke. Mensch, auf dich ist ja Verlass. Das ist ja genial. Dann flinchst du den Gegner auch noch. Geil. Und Konfusion. Einfach weg mit dem Pokémon. Nice. Oh, sehr gut gemacht. Der Flinch, der kam wirklich mal zur richtigen Zeit. Daikuno erreicht nebenbei Level 30. Nice. Das ist schon mal sehr gut. So, verliere ich, weine ich mit meinem Pokémon und so weiter. Leute, du schickst einen Stahltypus gegen Kampf rein. Machst du das auch mit Feuer gegen Wasser? Ja, so mache ich das. Nee, ich dachte... Also der hat ja jetzt die letzten Runden, der hat die letzten Runden doch immer Dings eingesetzt. Body Slammer, dachte ich, naja, ich predikte jetzt ganz einfach mal. Leider hat er ein bisschen besser predicted, aber ja, passiert. Ja, das ist manchmal, da passieren solche Dinge. Hatte ich hier nicht noch ein Tafelwasser? Ja, hatte ich sogar. Das möchte ich nämlich auch noch schnell einsetzen. Zack, da ist wenigstens noch ein bisschen KP wieder. Ja, ich weiß. Also im Prinzip war der Switch-In dämlich. Das muss man mal so sagen. So, da drüben wird ein Item rumliegen. Ach, hier. Ah, schön. Wir haben den Hypertrank gefunden. Ja, wie gesagt, das war ein bisschen blöd, aber naja, passiert. Passiert auch mal den besten Pokémon-Spielern. Hust. Bei der Arbeit gibt ihr euer Bestes. Aha. Ich weiß gar nicht, wie groß dieser Berg eigentlich ist. Also je nach Jahreszeit verändert sich da die Topografie etwas. Das weiß ich noch. Und seh die Mantur. Ah, da können wir so ein bisschen hochleechen, das ist schön. Also Megasauger, Flieg und Sieg. Warte mal, morgen ist Freitag, ne? Ach ja, morgen ist ja wieder Raid im WoW. Stimmt, da war ja was.
Eisenabwehr. Gegen eine spezielle Attacke ist mir die Eisenabwehr eigentlich egal. Die sieht aber in Sonne Mond richtig geil aus, wie da einfach so eine Eisenplatte vor dem Pokémon hingestellt wird. Ah, schrecklich. Man hat einmal damit angefangen, das zu essen. Und man kann nicht aufhören, bis die Packung leer ist. Der Angriff ist stärker, okay. Stalobor, okay. Merke, ich habe keine Pflanzenattacken. Ja gut. Wenn er so will, Stalobor gegen Stalobor, kann er haben. Kann er von mir sehr, sehr gerne haben. Oh, ich bin schneller, das ist schon mal sehr gut. Und tschüss, Stalobor. Yay! Das war jetzt risky, ich weiß. Aber es ist mir egal. So, Spezverteidigung plus 2. Also, man sieht ganz klar, welcher Wert dominant ist, nämlich der Spitzangriff, Kappa. Okay, bei Bastel ist gerade Pause, dann kann ich hier sein. Und bitte, bitte. So, warte mal. Hier gibt es eigentlich nur noch weitere Wege. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das hier echt ein Irrgarten wird. So, wo soll hier was sein? Oh, das war vielleicht das Item? Ach ja, da kommt jetzt ein Trainer hervor. Du bist die 2 im Wendelberg. Aha, aha, aha. Ich habe jetzt schon angefangen, die ein bisschen zu essen. Das Problem ist halt nur, man kommt davon einfach nicht los, wenn man die einmal gegessen hat. So. Nee, im Kampf sollte ich damit lieber nicht bleiben. Eigentlich könnte ich dann auch mal Daikonoa einwechseln, aber... Ja, nö, muss nicht sein. Noch nicht. Trotz der Ineffektivität merkt man natürlich, dass Stalobor nicht so die Verteidigung hat. Es ist halt eher so ein Pokémon wie, naja, greif an und töte alles. Und Daikonoa erreicht Level 31. Nice! 404 EP. EP ist nicht gefunden. So, sieht so aus, als wärst du weiterhin Nummer 2 oder was auch immer stand. Und wie schmecken die Chips aus unserer Region? Ja, sehr gut. Also, die Chips aus deiner Region, die kann man wohl empfehlen. Und nein, ich habe mir jetzt nicht in der Nase gebohrt. Es hat mir an der Nase gejuckt. Also, solange nur die Nase juckt, ist alles in Ordnung. Von daher... Wartet, wartet. Ich musste doch... Wo ist denn der Topschutz hin? Bin ich gerade blöd und finde den Topschutz nicht? Ist der echt hier drin? Ich bin gerade echt blind, oder? Ja, ich bin blind. Okay, danke. So. Also die Tipps aus eurer Region kann man wirklich weiterempfehlen. Was ist das denn hier? Ein Minenfeld oder was? Ach nee, da ist ein Trainer. Was war eigentlich dein Gedanke, als du das Grund... Ich dachte mir jetzt erstmal so... was zum Geier, was hast du alles reingestopft? Ich dachte schon, also...
Wenn das wirklich randvoll gefüllt ist, dann musst du dich in Unkosten noch in Nöcher gestürzt haben. Ich will nicht wissen, der Versand, der muss ja schon etliches gekostet haben. Ich glaube, Paket kostet 6,90 Euro plus irgendwie versichert oder so. Das kostet ja auch schon richtig viel. Und dann dachte ich mir, immer diese blinden Streamer-Kappa. Ja, gut. Ja, das ist echt schrecklich, oder? Diese blinden Streamer. Nee, und ich dachte mir so, ey, nicht, dass du da hier 100 Euro ausgegeben hast für das Paket insgesamt. Das wäre heftig. Gut, wenn man die Spiele mal zusammenrechnet, kann. Ja, gut. Aber. Ich dachte mir schon, was ist da alles drin? Wir hatten ja nur über die Spiele gesprochen. Ja, und ich hab's echt nicht geöffnet. Ich meine, es juckte mir in den Fingern, zum Paket zu gehen und es einfach zu öffnen. Aber da dachte ich, nein, ich werde das im Stream öffnen. Welche Kunstnote für das Bild? Muss man darauf wirklich Noten geben? Ich meine, weil mir gefällt es halt sehr gut. Jetzt könntest du daraus ableiten, okay, sehr gut heißt 1. Kommt ja noch hinzu, dass ich ja nicht damit gerechnet habe, dass es halt eine richtig coole Überraschung ist. Und ja, ich meine, deswegen, weiß ich nicht, muss man da. Nee, also wie gesagt, mir hat es ja gefallen. Und ich denke mal, das ist ja der Hauptansatz. Und eigentlich auch das Wichtigste. 11 Kappa. Och nee. Jetzt sind wir schon wieder hier beim Ass oder sowas. Weil dann ist es ja eine 1, ne? Oder so. Irgendwie sowas war das doch bei irgendeinem Kartenspiel. Ich bin jetzt nicht so der Kartenspieler. Außer Uno, das kann ich halt ganz gut. Natürlich wehrt sie die Mantel die Attacke ab. Danke. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Gut. Dann mega sauber. Flieg und Sieg. Kommt natürlich drauf an. Achso, Blackjack. Habe ich nie gespielt. Poker habe ich nur ein bisschen gespielt. Damals haben wir in einer Trainingsgruppe im Trainingslager das halt gemacht. Extra nach oben gelegt, damit du das Bild nicht siehst. Ja, deswegen, das war ein richtig cooler Überraschungseffekt, weil ich dachte, oh cool, da steht ja noch was Geschriebenes. Und dann dachte ich, hä, ist da noch was auf der Rückseite? Weil ich drehe ja immer das Blatt noch so um. Kartenspiele kann ich Yu-Gi-Oh! Ganz gut, Kipo. Das war gut. Der war gut. Richtig geil. Der kann ich Yu-Gi-Oh! Ganz gut. Genial. Ah, der war gut. ich habe nur mal Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament auf dem Game Boy Advance Emulator, also auf dem Visual Boy Advance hieß der Emulator, gespielt. Yu-Gi-Oh! Ist der letzte Dreck, seit Pendulum rauskam. Habe ich das richtig gelesen? Pendulum? Keine Ahnung, was Pendulum ist. Kann man das pendeln? Pendelbeschwörung ist mega gut, Herz. Okay. Keine Ahnung. Ich habe immer mal probiert, die Exodia rauszulegen. Das hat Spaß gemacht, wenn sie dann mal wirklich bei rauskam. Weil wenn du die